Ja, hallo Freunde der Spikultur und willkommen zurück bei Rome 2, große Kampagne mit Ägypten. Wir werden jetzt Tarsus, beziehungsweise wir lassen die Belagerung weiterlaufen, beenden die Runde einfach, denn Tarsus muss jetzt rauskommen. Ansonsten verlieren sie nämlich die Stadt. Athene gibt uns Weisheit und Ares Stärke. Ich gebe euch Frieden, wenn ihr es wagt. Nee. Ich biete euch Frieden an, wie ich einem Ertrinkenden ein Seil zuwerfen würde. Nun klettert ihr an Bord. Kannst du knicken, auch mit 10.000. Ares Stärke. Ich gebe euch Frieden. So, Feierabend. Weil jetzt müsst ihr nämlich auf offenem Feld gegen mich kämpfen und ihr werdet da so baden gehen. Weil meine Truppen sind so fit, ey. Die sind... Sieht man auch direkt, die Gefechtsaufstellung. Wie sich das geschoben hat von der Linie. Wir haben die Waffen, wir haben die Leute, wir haben die Ausbildung. Okay, die sind jetzt ein bisschen unerfahren, die Truppen. Aber für die Seleukiden ist das... Pff, die zerfetzen wir auf dem Feld. Wie irgendwelche Hausschweine, die man zu Hause hält. Und dann hat der Jüngling keine Lust mehr darauf und schlatzt das Vieh einfach auf. Ich würde sogar sagen, der Pharao muss nicht mehr auf seine Unterstützungstruppen warten. Wir brauchen keine Angst zu haben. Können da einfach vorziehen. Elefanten sind bereit für die Schlacht. Ich erwarte eure Befehle. So, schön aufgestellt. Ist natürlich die Frage, warum sieht man den Feind manchmal nicht? Hihi. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Genau, ärgert ihn mal ein bisschen mit Steinen. So. Wir handhaben das alles mal mit explodierenden Geschossen. Und ihr dürft schießen, auf was ihr wollt. Und mit etwas Glück kommen wir sogar rechtzeitig nach vorne, damit wir noch unsere Lanzen rausziehen können. Ganz entspannt. Alles ist gut. Ziehen wir erstmal die Truppen vor. Hauptsache, die kommen erstmal nach vorne. Die einzigen, die ich jetzt wirklich beschleunigt vorziehen würde, wäre halt die Bürgerkavallerie hier in die Ecke. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Schön, da werfen die ersten Speere. Glaubt mal nicht, dass ich Angst habe vor euch, persische Kavallerie. Bereit! Vorwärts! Elefanten!
Ziehen wir die Elefanten mal an die Flanken. So, da sind östliche Steinschleuderer, die stören uns ein bisschen. Genau, Elefanten. Schmeißt die mal alle um. Da oben sind noch östliche Steinschleuderer ein paar. Wo habe ich das Radar ausgemacht? Da. Wir müssen natürlich jetzt aufpassen. So, zurück mit euch, ihr Schlawiner. Männer wanken. Meine? Oh ja. Gegen was kämpfen wir denn hier? Ach, auch gegen Leinenpanzerschwertkämpfer. Haha. dann geht mal da weg. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Macht euch nichts draus. Ihr müsst auch nicht denken, dass ihr irgendeiner Form Feiglinge seid. Jeder hat mal Angst auf dem Schlachtfeld. Ich glaube, damals haben die Leute sich auch eher bepisst. Auf dem Schlachtfeld. Okay, da kommen einige Pikiniere. Da sollte unser Fokus drauf liegen. Genau, gib mal Stoff. So, genau. Bam, bam. Dann haben wir nämlich hier noch die ganzen Bogenschützen. Dann können wir mal unsere linke Flanke ein bisschen verstärken. Und wir haben hier auch noch ein paar frische Schwertkämpfer. So, und Lanzen können wir auf die linke Seite stellen. Und die Elefanten können mal mit aufschließen. Weil die Leinenpanzer müssen da weg. Genauso wie die Reiter. Genau, rennt mal einfach in die Piken rein. Au! Ich versuche halt einfach so gut wie möglich die Herrschaft noch ein bisschen zu halten. So, da sind die Steinschleuderer. Ah, die Moral fällt jetzt von denen. Ich glaube nicht, dass da noch viel passiert. Das ist mir ein gutes Zeichen dafür, da ich mal meine ganzen Bogenschützen vorziehe. Und wir können natürlich auch die Peltasten vorziehen. Wir fahren noch ein bisschen fort. Ihr weg! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition. Das sieht doch gut aus. Komm, komm, komm.
Noch eine Salve. Aber man konnte nichts sehen durch den Busch. Tja. So werden sie dann niedergemäht. Ah, guck mal, sind sogar noch ein paar Bogenschützen. Beschleunigen wir mal eben ein bisschen. Dann können wir wenigstens ein paar Truppen ausschalten. Nee. Hier kommt das Schwert. Also drei Truppen haben schwere Verluste erlitten. Macht aber nichts. Gefangene töten. Schade, es haben noch einige überlebt. Aber wir sollten jetzt auf jeden Fall die Stadt einnehmen, sobald unsere Runde beginnt. Ich glaube, ich habe immer noch Krieg mit Athen. Was langsam gefährlich sein könnte, wenn die Truppen zu mir entsenden. Aber solange hier noch solche Sachen passieren. So, offensiv. Blutopfer! Und sein Blut tränkte den Wüstensand rot. Und es nährte die Menschen mit Brot. So. Weiterentwicklung erzielt. Neuer Erfahrungsschatz. Ja, plus Moral bei allen Einheiten. Und jetzt können wir ja noch Torsionstechnik erforschen. Dann haben wir nämlich die militärischen zwei komplett fertig. Keine Ahnung, warum die hier den Kack gebaut haben. Den brauchen die auf keinen Fall. So. Klar, die Garnison ist schwach im Moment. So, wir haben mal keine große Armee steuern, weil mir reicht meine Haupttruppe, die selbst zu steuern. Ich werde ja mit der auch die locker ausschalten. Trockener Tag. Den nehmen wir. So, bam, bam, bam. Wir haben natürlich in der Armee viele Bogenschützen. Und also wenn wir vom Hügel hier irgendwie, also es ist so nah dran. Da ist mir auch zu weit oben. Kriegselefanten! Obwohl wahrscheinlich ist das Beste, was ich machen kann. Gucken wir einfach mal. Erstmal sehe ich eh hier überhaupt nichts.
zusammenkommen! Rückt vor, Reiter! Zu euren Diensten! Die Kampfgruppe wartet auf euren Befehl! Ah gut, ich habe Sicht auf den Feind. Du bist hier, Morgens Schütze! Und er hat Sicht auf mich. Na, ihr Perser. Da kommen die östlichen Steinschleuderer. Also sind ganz. Die sind schon ganz schön nah. Näher als gedacht. Aber wenn sie wirklich den Berg hier hochkommen, kriegen die erstmal voll einen auf den Semmel. Auf den Semmelroggen. Will es mich ärgern? Anscheinend. Tja. Egal, wie gern sie über die Ecken kommen wollen. Ach, ich sehe da gerade schon, wie kacke das ist mit meinen Belagerungsmaschinen. Weg da. So, die auch weg nach hinten. Es sind ja auch nur östliche Speerkämpfer. Die sollten nicht lange aushalten gegen meine Truppen. Und der Rest läuft ja eh gerade in meine Belagerungsmaschinerie rein. So, jetzt müssen wir mal eh mit den Elefanten und mit den Reitern außenrum. Unser General wird angegriffen. Ja. Genau, haltet mal bitte die Ecke weiter. Hier sind ja die ersten schon am Fliehen. Und ihr bitte jetzt mal schnell hier außen rum und rein. Komm, rein da, rein da. Sie haben schon Angst. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Was ist da hinten los? Da werden die letzten Reiter ausgeschaltet. Gut, 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 gut. So, lass mal schnell bei der Kavallerie reingucken. Ah, verdammt, hier sind noch Sichelstreitwagen. Da kann man in Nahkampfkavallerie natürlich gerade nichts gegen machen. Ja, mein Schwerter können da wenigstens oben mal rein. Und bei euch weiß ich nicht, warum ihr gerade nicht in den Nahkampf geht. Ist meine eine Kavallerie weg? Ach nee, die sind da im Wald. So, Elefanten, ihr kümmert euch um die Sichelwagen. Fortfahren. Wir müssen so viel ausschalten, wie geht. Elefanten!
Der feindliche General muss auch einfach sterben. Komm, komm, komm. Verfolgen meinen Streitwagen noch den letzten? Ach, den Streitwagen, ich meine meinen Elefanten noch den letzten Streitwagen. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Ihr wart doch gar nicht versteckt. So, ich denke, das war's. So, ich hoffe, ich habe alle wichtigen erwischt. Okay, eine halbe Steinschleuderer-Truppe ist mir entwischt, aber ich denke, das sollte nicht so viel machen. Boah, meine Kavallerie, 330 Truppen getötet. Die Bogenschützen waren jetzt nicht so effektiv, wie es aussah. Da waren wieder die, Gefangene töten. Sehr gut. Bam! Habe ich euch vernichtet. Tja, und mit dem epischen Niederstechen sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play. Dö, dö, dö. Rome 2 ägyptische Kampagne. Bis dahin, euer Doc. Ciao.